Tag 1 der Fickmühlenwanderung. An dem Tag lief ich 22,2 Kilometer plus 2 Kilometer von mir zu Hause bis zum nächsten Bahnhof, fuhr dann mit dem Zug bis nach Bremerhaven, startete dementsprechend von der Ortschaft, lief dann über Spaden, Weden und habe dann in der Nähe von Bad Bederkeser mein Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Videostart kommt. Nee, Natururin, schon wieder dran. Ich wollte heute schon wieder eine Wanderung machen, weil heute und die nächsten paar Tage, das ist dann eine wunderschöne D3-Schepperung und das mag ich. Und deswegen wollte ich heute unbedingt hier rumwandern mit Beine. Ich habe mir überlegt, hier gleich von Bremen bis nach Bremerhaven zu fahren mit dem Zug. Und dann von da dort aus über Fickmühlen nach Bremen zu laufen. Extra damit ich dieser Ortsschildname als Thumbnail nutzen kann. Deswegen mache ich einen Umweg über Fickmühlen. Keine Ahnung, vielleicht so 20 bis 30 Kilometer Umweg oder so. Und zwar, ich werde gleich gleich Bier kaufen gehen, aber erstmal ein Sechser, um Gewicht zu sparen. Und dann laufe ich bis nach Bremen-Sebaldsbrück. Und dann werde ich da mit dem Zug bis nach Bremer Hauptbahnhof fahren. Und da habe ich noch ein bisschen Zeit, um Bier zu trinken. Und keine Ahnung, ich glaube von hier bis Bahnhof Sebaldsbrück wäre vielleicht 2 Kilometer oder so. Oder 3 Kilometer, das werde ich dann am Ende noch drauf rechnen. Und Scheiße, es ist schon 10 vor 12. Ich bin viel zu spät aufgestanden, ich weiß auch nicht warum. Ich wollte gestern unbedingt noch ein Video fertig bekommen, fertig schneiden und planmäßig hochladen. Das wollte ich unbedingt planmäßig hochgeladen haben, damit ihr nicht zu lange auf ein nächstes Video warten müsst. Ich bin, glaube ich, um 4 Uhr oder so ins Bett gegangen. 3:30 vielleicht. Und keine Ahnung, ich bin um 10 Uhr aufgestanden heute Morgen. Also viel zu spät. Da musste ich hier auch noch meine ganzen Sachen zusammenpacken. Und duschen und sowas. Und diese Bahn, die bei Haltestelle Bahnhof Sebaldsbrück fährt, der kommt erst um 13.26 Uhr. Hier, meine Schuhe, meine Laufschuhe, die ich hier auf dem Rennsteig so viel geschändet habe, die werde ich heute nochmal anziehen, damit da noch mehr Schuhbeschädigung reinkommt. Und um zu prüfen, wie viel Kieselsteine in meinen Hacken da reinfällt, damit ich die dann aus meinen Hacken da rausziehen kann, diese Kieselsteine, die mich dann den ganzen Tag nerven werden. Die werde ich heute anziehen für diese Wanderung. Und ich hoffe, beziehungsweise bin ich so ziemlich zuversichtlich, dass es das letzte Mal wird, dass ich diese geschändeten, diese Schuhe mit diesen ganzen Beschädigungen dran nochmal anziehen werde. Ach ja, bevor Wanderungsstart kommt, werde ich hier noch hier mein ERA saufen. Hier für Muskelschutz und damit ich mich dann fitter fühle beim, zumindest jetzt beim ersten Tag beim Wandern. Und meine Muskeln, die fühlen sich dann viel besser an, wenn ich hier sowas saufe. Währenddessen ich dann diese sportliche Leistung mache, hier wandern gehe oder andere Sportarten machen, Kraftsport oder so. Link zu diesem ERA-Produkt in meiner verschissenen Scheißbeschreibung. Und jetzt hier für mehr Energie, weil das ist so, hier Leinöl, hier ein paar Esslöffel saufen. Weil Leinöl hat ganz viele Omega-3-Fettsäuren. Das gibt Energie und sowas. Und rein pflanzlich auch noch. Kann ich auf jeden Fall jedem sehr gut empfehlen, bevor man irgendwie irgendwas Sportliches macht. So, meine beschädigten Schuhe sind angezogen. Jetzt gleich Wanderungsstart kommt. Oh Scheiße, schon gleich 11:45. Jetzt Wanderungsstart kommt. Jetzt Wanderungsstart kommt. Gleich hol ab finden. Um da den ersten Sechser hier Bier zu kaufen. Ne, guck mal, ich habe da vorne diesen voll vergammelten Hohl abgefunden. Jetzt kann ich endlich Bier kaufen gehen. Ne, hier. ich habe mir doch 2 Sechser gekauft, weil da gibt's Rabatt drauf, wenn man 2 holt. Und deswegen habe ich mich doch für 2 Sechser entschieden. Schöne Grüße an Sebastian N.
Und Jan E., ich habe mir hier Wickkühler von hier diesen Hohl abgekauft. Den werde ich jetzt in meiner Kühltasche einpacken. Und ich habe von zu Hause noch Kokoswasser mitgenommen. Und noch so eine Kokosmilch. Ne, ich habe mal ein Bier eingepackt. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ne, ich laufe jetzt in diesen Tunnel rein, wo hier Bahnhof, hier Seewaldsbrück Bahnhof ist. Und je stärker ich in den Tunnel reinlaufe, desto mehr Uringeruch rieche ich hier. Es hat voll ganz viel Uringeruch hier drin. Und ich muss jetzt diesen Scheiß mit diesen ganzen vielen Bier, mein Wagen mit ganz viel Bier drin, muss ich jetzt da hochlaufen. Oh Scheiße. Dieser Fahrkartenautomat funktioniert nicht. Darauf erstmal ein Bier trinken. Muss ich diese Fahrkarte im Hauptbahnhof holen? Voll Scheiße. Nee, dieser Scheißzug kommt. Jetzt erstmal zum Hauptbahnhof hinfahren. Oh Scheiße. Jetzt kann ich endlich diesen Maskenschwachsinn ausziehen. Ich bin im Bremer Hauptbahnhof, oder wie das heißt. Und jetzt diese überteuerte Fahrkarte holen und dann hier nach Bremerhaven hinfahren. Ne, ich habe gerade diesen Scheißzug erwischt, der mich zu dieser Bremerhaven-Lehe hinfährt. Ich musste ganz schnell runterlaufen zu diesem Fahrkartenautomat. Und da sind ein paar Blockaden entstanden. Das hat voll lange gedauert, diese Scheißkarte zu nehmen. Und dann kam auch noch so ein Schnorrer an und wollte von mir Geld haben. Und es hat noch mehr Zeit gekostet. Und in der letzten Minute habe ich diesen Scheißzug erwischt. Und jetzt fahre ich dahin. Und ich habe hier keine Beschilderung gesehen wegen Bierverbot. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das ein Bierzug ist. Also werde ich gleich darauf ein Bier trinken. Geprost. Darauf, dass ich gerade ein Bier getrunken habe und immer noch in diesem verranzten Zug sitze. Jetzt noch ein. Darauf werde ich noch ein Bier trinken. Nächster Halt. Bremerhaven leer. Dieser Zug endet dort. Alle Fahrgäste werden gebeten, auszusteigen. Das Nordwestbahnteam verabschiedet sich. Oi, gleich hier Wanderungsstart kommt. Ich bin angekommen. Gleich darauf erstmal ein Bier trinken. So, jetzt Wanderungsstart kommt. Endlich! Hier vorne ist Bremerhaven durchgestrichen und da vorne ist Spaden! Und ich glaube, ich bin auf der richtigen Richtung bis nach Fickmühlen. Darauf, dass ich in Spaden bin, erstmal ein Bier trinken. Das ist voll scheiße, mit diesen Scheißschuhen zu laufen, weil da kein Gummi mehr dran ist. Weil das die ganze Zeit hier auf Plastik auf Stein trifft, auf diesen Asphalt drauf. Und weil dieser ganze Plastik auf diesen Asphalt drauf trifft, bin ich die ganze Zeit am Rumrutschen. Und ich bin die ganze Zeit Rutschgefahr. Und ich habe meinen urinfarbiger Fummel ausgezogen. Und hier dran gehangen. Extra damit noch mehr der D3 Shepard. Und ich habe meine verschmierte Scheißmusik, die ich sehr gerne höre. Angemacht, weil mich dieser ganze Straßenverkehr nervt, damit ich Musik hören kann. Und darauf, dass mir D3 Shepard, darauf erstmal ein Bier trinken. Extra zum Bier trinken. Ich teste diesen Wagen hier zum ersten Mal. Diese billige Sackkarre, das ist die zweitbilligste Sackkarre von Horenbach. Und ich möchte euch ein paar positive und ein paar negative Argumente sagen. Und zwar ein paar positive, weil diese Reifen hier vorne viel mehr Fett haben
Und weil diese Breite hier auch viel größer ist, ist diese Sackkarre viel besser als diese billigste Sackkarre vom Bauhaus. Und auch vor allem, weil dieser Griff hier viel breiter ist und daher besser anzufassen. Aber was negativ ist, man kann diesen Griff hier nicht stufenlos verstellen und man muss den entweder komplett runterdrücken oder komplett hochziehen. Und weil man das nicht verstellen kann, stufenlos, und dieser Griff einfach zu lang und zu weit hochgezogen ist, ist das scheiße für die Gewichtsverteilung. Wenn ich das hier so schiebe, dann zieht der Gewicht viel stärker auf den Arm runter als im Gegensatz zu diesen letzten, zu meiner letzten Billigsackkarre. Das ist große Scheiße. Aber so muss man durch. So, und darauf, dass ich erste Kritik auf diesen gegen meinen neuen Wagen geäußert habe, darauf erstmal Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ne, laut V-Live sollte ich bei 8 km/h sein. Da vorne steht Drangstedt oder wie das heißt. 4 km/h noch. Das ist ein Dorf vor Fickmühlen. Und da laufe ich jetzt hin. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ich habe diesen verschmierten Drangstedt oder wie das heißt, gefunden. So, und darauf ein Möchtegern Beefy fressen. Möchtegern Beefy schmeckt auch voll cool. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Nee, hier, ich habe was zum Fressen gefunden. Nee, das werde ich nicht fressen. Weil das hier ist keine Kiefer oder Tanne oder sowas. Sondern ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist das Eide oder wie das heißt. Und Eide ist hochgiftig. Ich habe voll Bock drauf, gerade dieses Kokosmilch oder was das ist. Also dieses Kokosnutmilch oder wie das heißt, zu saufen. Das schmeckt erfrischend, das finde ich voll cool. Ich mag das. Boah, ich weiß gerade nicht, was gerade los war, ey. Ich war vorhin irgendwie ganz plötzlich müde gewesen und dann habe ich mich irgendwie in irgendeiner Wiese hier hingelegt und habe, glaube ich, eine Stunde geschlafen oder so. Und wir haben jetzt schon 8:30. Keine Ahnung, warum ich jetzt plötzlich so müde wurde und so schwach und so, keine Ahnung. Vielleicht lag es daran, dass ich hier an dieser giftigen Eide da so ein bisschen rumgespielt hatte. Weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall ging es mir eben gerade so richtig schlecht, ey. Ich mach mich jetzt schon wieder auf den Weg nach Fickmühlen. Ich bin nicht mal lange entfernt davon. Und dann nicht mehr lange und dann werde ich hier mein Wildzelt-Camp-Platz suchen. Ich bin 3 km/h von Fickmühlen entfernt. Und deswegen muss ich nach da lang. Ne, ich hab hier 2 km vor Fickmühlen ein E-Center gefunden. Aber dieser E-Center hat nur bis hier 20 Uhr offen. Und wir haben leider schon 21 Uhr. Das heißt, dass dieser verdreckte, verschmierte Scheiß-E-Center zu hat. Und ich fühle mich gerade noch immer noch nicht so richtig stabil. Und weil ich mich nicht so richtig stabil fühle und die Sonne langsam runtergeht, denke ich mal, dass ich hier kurz vor Fickmühlen irgendwo in so einen schmalen Gehweg nach ganz weit Richtung Feld oder wie das heißt, hingehe, um dort meinen Wildzeltcampplatz aufzuschlagen. Und dass ich dann morgen Vormittag dann hier zu diesem Edeka hingehe und dort irgendwie was Normales zu trinken hole und auch Bier und sowas. Ich habe noch vielleicht eine halbe Wasserflasche, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall was Normales zu trinken wäre jetzt gerade, würde jetzt gut kommen. Scheiße, und diese Geschäfte haben zu. Ja, dann mache ich das so. Dann werde ich jetzt noch an einem Wildcamp-Zeltplatz suchen. Und dann, wenn dann morgen Vormittag ist, dann komme ich wieder hierher, werde dann noch mehr Getränke holen und Bier kaufen gehen, neues Bier. Und dann werde ich da Fickmühlen laufen mit neuer Energie und dann werde ich mich an dieser Fickmühlen-Ortschaftsschildstange dranhängen. Und dann werde ich wieder zurück, danach werde ich nach Richtung Bremen laufen. So mache ich das, glaube ich, jetzt. Von da vorne komme ich. Und ja, da ganz hinten sind irgendwelche Häuser und so weiter.
Da ganz hinten sollte 2 Kilometer weiter Fickmühlen sein. Und ich habe leider eben gerade da vorne ein Gebäude gesehen. Das kann man von hier aus nicht sehen, aber ich bin kurz da drüben hingelaufen und da sieht man auf jeden Fall ein Gebäude. Und deswegen würde ich sagen, dass ich über dieses ganze dreckige Feld nach ganz hinten, da ganz hinten hinlaufe. Mit meinen scheiß Schuhen, wo Löcher drin sind und worin dieser ganze Dreck und so weiter in meinen Socken da reinfällt. Und meine Füße mit den Socken dran irgendwie hier dreckig macht und so. Dass ich dann mit meinem Scheißwagen nach da hinten hinlaufe. Und mich da irgendwo verstecke, um mein Wildcamp-Zeltplatz zu suchen und zu finden und aufzuschlagen, damit ich da ganz hinten pennen kann. Guck mal, ich bin von da vorne hierher gelaufen. Das ist ungefähr die Mitte von diesen ganzen Feldlandschaft. Und hier vorne, ich werde hier, glaube ich, mein Zelt aufschlagen. Und ich hoffe zutiefst, dass dann hier morgen Vormittag kein Bauer hier vorbeifährt. Oder beziehungsweise kein Bauer vorbeifährt, der was dagegen hat, dass ich hier vorne pennen tue. Und ich hoffe, dass das irgendwie auch versteckt genug ist, dass mich auch irgendwie von diesen ganzen Ecken hier vorne niemand sehen tut. Und deswegen denke ich, dass ich hier vorne mein Wildcamp-Zeltplatz aufschlagen tue. Nee, ich werde jetzt mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mit ganz viel Mühe mein Wurfzelt aufgebaut. Yeah! Guck mal, ich mache jetzt so meinen Schlafplatz, also das da, eine Roomtour, eine kleine. Guck mal, das hier, das ist meine Matratze, da schlafe ich drauf. Das hier, das ist mein, wie heißt das doch mal, meine Kühltasche, worin man hier Bier rausholen kann, damit ich den jetzt gleich trinken kann draußen. Das hier ist mein Gepäck, den lasse ich hier liegen. Und dann habe ich hier vorne das ein bisschen romantisch gemacht. Die brennen die ganze Nacht durchgehend. Das ist richtiger Kerzenlicht, damit das schön romantisch hier beim Schlafen wird. Und keine Ahnung, ich werde hier auf diesem Platz, werde ich dann gleich meine Powerbank rausholen und meine Akkus aufladen, währenddessen ich dann gleich schlafen tue. Also noch nicht jetzt, aber wenn bald Dunkle kommt, dann werde ich dann meine Akkus hier aufladen. Aber sonst genauso schlafe ich. Hier ist mein Wurfzelt, hier ist hoher Gras. Und da ganz hinten, das ist hier Feldlandschaft. Ich hoffe, dass man mich dann morgen früh oder so nicht sieht. Mein Zelt hat hier auch noch Fenster, wo ich von innen nach draußen gucken kann. Also hier ist ein Fenster, wo ich rausgucken kann und hier ist auch ein Fenster. Wo ich vor einem Jahr nach einem Zelt gesucht habe, wollte ich unbedingt ein Schnellaufbauzelt haben. Unbedingt mit Fenster, damit ich rausgucken kann. Um zu gucken, wie hier Wildschweine und Hirsche oder sowas mich angucken können beim Zelten. Und hier mein Scheißhocker habe ich auch dabei. Wie immer, den finde ich immer richtig, richtig geil. Ich werde jetzt draußen auch mal Bier trinken gehen. So, und darauf erstmal hier ein Bier trinken. Ja, jetzt noch Bier trinkend hier rumchillen, bis immer mehr Dunkle kommt und dieser Feldlandschaft ansehen. Und dann irgendwann, keine Ahnung, und dann irgendwann schlafen gehen. Naja, weil es langsam Dunkle kommt, habe ich meine Kopflampe angezogen. Damit, noch ist das hell genug, dass ich das selber sehen kann. Aber damit ihr, wie heißt das, damit ich für euch noch mehr was zeigen kann. Und zwar mein Laufschuhloch, wo man hier diese ganzen Finger und sowas durchschieben kann. So, jetzt letztes Gute-Nacht-Bier für heute. Endlich wieder Bier trinken. Und morgen
nach dem Aufstehen werde ich dann ganz hinten bei diesem E-Center oder wie das heißt, neues Bier holen. Aber das hier ist jetzt letztes Gute-Nacht-Bier für heute. Ne, hier, so romantisch sieht mein Zelt aus, wenn da hier mein Licht dran ist, meine Kopflampe. Aber leider, wenn hier Licht drin ist, dann kann man auf jeden Fall von der Ferne leider dieser ganze Zelt sehen, weil er so hell ist. Aber ansonsten finde ich das so ganz schick. Ich glaube, ich gehe jetzt langsam schlafen. Bis auf dieses giftige Gefühl von dieser Eide oder Eibe oder wie das heißt. Dieser Baum, der voll giftig ist. Ich könnte vollkommen wetten, dass es wirklich davon kommt, dass ich irgendwie diesen Baum angefasst habe, diesen giftigen, mit meinen Händen. Und kurz darauf habe ich mir ein geschmierten Brot mit meinen Händen angefasst, den ich dann gefressen habe. Und etwas gepennt habe und mich darauf folgend auch extrem schwach gefühlt habe. Aber jetzt geht das wieder. Jetzt bin ich hier im Zelt. Und jetzt geht's mir soweit wieder gut. Und jetzt gleich schlafen gehen. So, ich werde jetzt mal langsam pennen gehen. Gute Nacht bis morgen.